sprechen. Ah, da bist du ja. Sehr gut. Ardo, unser neuer Vanguard 5. Der Pilot, der dir bei Foster Haven den Allerwertesten gerettet hat? Ardo Baradei, Flottenspionage, sehr erfreut. Guten Tag. Du wurdest zur Belohnung nach Chandrilla versetzt. Eine Ehre. Sehr sicher. Aber kann ich Obi-Wans Haus besuchen? Wir müssen eben fliegen. Ich brauche Vertraute. Und du brauchst doch die Action, oder? Und an der mangelt es hier in keinster Weise. Gut. Einsatzbesprechung. Willkommen zurück an der Front, Vanguard 5. Hallo, ich habe auch einen Namen. Pff, ich mag dich nicht. Die mag ich. Die auch. Alle anderen hier mag ich. Bis auf ihn. Hologramm. Sicherlich hast du bereits bemerkt, dass das Imperium unsere Kommunikation im gesamten Sektor blockiert. Ich fürchte, dass dies der Vorbereitung einer Invasion dient. Vanguard-Staffel, ihr sollt euch aufteilen, um dieses Problem anzugehen. Frisk und Grace, bringt unsere neuen Piloten an die Grenze des Brenntalsystems. Die dortigen Späher haben sich zu lange nicht gemeldet. Findet heraus, was ihnen zugestoßen ist. Trefft dann die Staffel nahe dem Planeten Kavas. Gunny und Keo, dorthin werdet ihr euch begeben. Wäre ich noch ein Imperialer, dann würde ich dort Störschiffe stationieren. So wie ich das Imperium kenne, unterbrechen sie mit den Störschiffen unsere Langstreckenkommunikation. Sie haben bestimmt eine Teilstaffel im Schlepptau. Vernichtet alle imperialen Staffeln und Störer. Die Kommunikation muss wieder funktionieren, sonst ist Projekt Starhawk in Gefahr. Sammelt euch und kehrt zurück zur Temperance, sobald eure Mission abgeschlossen ist. Legt euch ins Zeug, Vanguard-Staffel. Hört sich gut an. Hast du Zeit? Ja, warte doch. Keo. Oh, hi. Ich bin Keo Venzi. Willkommen in der Vanguard-Staffel. Wir werden gemeinsam großartige Dinge erreichen, glaub mir. Vanguard ist ein tolles Team. Ich bin früher mal Rennen gefahren, aber jetzt kämpfe ich gegen das Imperium. Das ist mein Aufstieg, was? In der Vanguard-Staffel helfen wir uns gegenseitig. Du fühlst dich bestimmt bald wie zu Hause. Nee. Ganz egal, was es mit diesem Projekt auf sich hat. Ich bin mir sicher, dass uns die Commander davon erzählen, sobald die Zeit reif ist. Aber erst müssen wir die Späher finden. Aha. Dem Schlachtplan zufolge fliegen wir diese Mission nicht gemeinsam, aber früher oder später fliegen wir zusammen. Wir sehen uns draußen. Tschüss. Grace, guten Tag. Hat ein bisschen gedauert, bis ich mich umgedreht habe. Hallo, Graysalia Vatara Sina. Du kannst mich einfach Grace nennen, wenn du möchtest. Sehr erfreut. Ich bin so lange bei der Vanguard-Staffel, dass Gunny mich zur Stellvertreterin gemacht hat. Und sie vertraut echt nicht jedem. Insbesondere nicht Leuten aus imperialen Familien. Tja, jeder erfährt früher oder später davon. Ja, meine liebe Familie baut leider Tai-Jäger für das Imperium. Und es bereitet mir unheimlich viel Vergnügen, ihre Jäger zu zerstören. Ich hoffe, dir geht es genauso. Da kannst du froh sein. Bauen Spielzeuge für dich. Bauen Spielzeuge, die man kaputt machen darf. Also was? Bessere Eltern kann man sich doch gar nicht vorstellen. Zö. Verlasse den Besprechungsraum. Was ist mit meinem Schiff los? Frisk. Freut mich, dich kennenzulernen. Der Trupp nennt mich Frisk. Naja, außer Grace, die nennt mich bei meinem richtigen Namen, wenn sie wütend ist. Ich weiß, man trifft selten so gut aussehende Kerle wie mich an der Front der Rebellion. Der Neuen Republik oder wie auch immer wir uns jetzt nennen. Haben wir in der Warenakquise gearbeitet. Du weißt schon, nach Trophäen, Antiquitäten und ähnlichen Dingen gesucht, die Sammlerwert haben. Bis man dieses lästige Kopfgeld auf mich ausgesetzt hat. Woher hätte ich wissen sollen, dass das Gemälde eine Fälschung war? Oder dass dieser imperiale Gouverneur damit vor Admiral Thrawn angeben wollte? Aber das ist das Tolle an der Rebellion. Es gibt immer Platz für einen guten Piloten. Kopfgeld hin oder her. Perfekt. Spielst du vielleicht Zabak? Ich bin noch Anfänger und möchte üben. Aber niemand hier will mit mir spielen. Ich möchte. Wärst du für Poker unten zu haben? Natürlich würden wir um Credits spielen. Wie soll ich mich sonst verbessern, wenn nichts auf dem Spiel steht? Perfekt. Wir sollten uns vorerst auf den Kommunikationsausfall konzentrieren. Das ist gut so.
Jetzt ist er auf einmal weg. Gunny. Jetzt ja. Endlich können wir uns ein wenig besser kennenlernen. Wie Guck gesagt, mich nicht so an. Ich bin Gunny. Bleib wachsam und mach keinen Ärger. Dann verstehen wir uns bestens. Was ist gerade geblitzelt? Es gab so einen Kommunikationsausfall kurz bevor das Imperium Mimban angegriffen hat. Damals habe ich viele Freunde verloren. Aber heute kann ich mit einem Blaster umgehen. Hm. Du fliegst heute mit Frisk und Grace. Sag ihnen ruhig mal Hallo. Der beste Rat, den ich dir geben kann, ist, bei deiner Staffel zu bleiben. Klingt simpel, aber manchen Hitzköpfen und Einzelkämpfern muss es trotzdem gesagt werden. Auf zu deinem Schiff. Wieso ist sie so dermaßen groß? Steig einfach ins Cockpit, wenn du soweit bist. Alles klar, Serelda. Eine Mission? Jetzt schon? Gut, warten liegt mir nicht. Ich habe hier einen X-Flügler für dich bereitstehen. Ein echtes Schmuckstück, wenn du... Eine Sechseinheit. Der Druide wirft mir einen komischen Blick zu. Irgendwas führen diese kleinen Rostkübel doch immer im Schilde. Jedenfalls wollte ich dir sagen, dass du dich an mich wenden kannst, wenn du irgendwas für deinen Jäger brauchst, in Ordnung? Ich kümmere mich dann darum. Hm? Wir sollten deinen X-Flügler vor dem Flug einmal überprüfen. Steig ins Cockpit, wenn du bereit bist. Jawohl. R6, mit rein. Der X-Flügler, Fundament der Rebellenallianz und unserer neuen Republik. Ein vielseitiges Schiff, das es mit jedem Jäger- und Großkampfschiff der imperialen Flotte aufnehmen kann. Rumpf 1200 Schilde, 800 Geschwindigkeit, 145. Maximale Beschleunigung 160, Geschwindigkeit 75. Boah. T-65B, X-Wing, Jäger. Der X-Wing ist der Standard-Sternjäger der Rebellenflotte und erfüllt als flinker Mehrzweckjäger zahlreiche Aufgaben, was ihn zur perfekten Waffe macht, sowohl gegen feindliche TIE als auch gegen Großkampfschiffe. Ausrüstung anzeigen. Primärwaffe sind Standard-Laserkanonen, Rumpf ist Standard-Rumpf, Schilder, Standard-Deflektorschilder, Triebwerke, Standard-Triebwerk, linker Zusatz. Reparaturdruiden, unser R6. Rechter Zusatz, Erschütterungsraketen. Warum eigentlich keine Ionenraketen? Die werden viel besser. Macht mehr Spaß. Gegenmaßnahmen, Zusprengköpfe. Gegenmaßnahmen? Das musst du ausblenden. Mission starten. Ich würde gerne mal lernen, wie man die Schilde nach hinten und vorne verlagert. Ja. Fühlt sich gemütlich an. Schiff starten, Luke schließen. Bisher alles tipptopp. Energieverwaltungssysteme, check. Also gut, ich installiere gerade deinen Astromech-Droiden. Pass gut auf ihn auf. Hey, jetzt haben wir eine R2-Einheit. Ruhe, du Blechdose, wir müssen vor dem Flug noch eine Überprüfung durchführen. Ey, sei nicht so gemein zu ihm. Radar? Läuft tadellos. Ausrüstungsdaten sehen gut aus. Kampfdisplay. Check. Primäre Waffensysteme. Geladen und bereit, heiß abzuschießen. Und Feuer. Schub und Boost. Einsatzbereit. Hört sich gut an. Rumpfstabilität könnte nicht besser sein. Schilder hochgefahren. Alle Systeme laufen, Vanguard 5. Du bist für den Start freigegeben. Viel Glück da draußen. Alles klar. Zum Starten linke Maustaste. Tschüss. Oh, warum können wir das nicht vom Cockpit aussehen? Das wäre viel geiler. Wäre viel, viel geiler. Ausrüstung ansehen. Alles klar. Erschütterung. Standardlaser. Bei mir, neu vor mir. Ja. Okay. Alles klar. Nicht in mich rein. Alles klar. Reinfliegen. Bleib in der Nähe, Vanguard 5. Ihr kennt die Parameter eurer Mission, Vanguard Staffel. Scouts finden und Störschiffe zerlegen. Und wieder zurück sein, bevor die Kantine schließt. Das hat Commander James bei der Besprechung vergessen. Danke, Ardor. Wir werden vorsichtig sein. Ich dachte nur Grace und Frisk kommen mit. Sobald ihr die vermissten Piloten gefunden habt, okay, wir sehen uns.
Euch viel Glück. So, komm, kann ich jetzt auch nicht. Ja, die ist weg. Unser Sprungpunkt ist davor. Alles klar. Voller Power auf die Antriebe. Boost. Energie ausgleichen. Bereit machen zum Sprung in den Hyperraum. Eigentlich dürfte das von hier gar nicht gehen. Wir sind im Masseschatten des Planeten. Gehen wir es an, Vanguard-Staffel. Aber wir machen es trotzdem. Wie in Episode 9. Mit dem Lichtgeschwindigkeit stottern. Oh Gott, Alter. Davon kriegst du nie genug, oder Grace? Niemals. Alles bis jetzt okay. Gehen wir. Sensoren zeigen keine Scouts. Siehst du irgendwas, Grace? Negativ. Wir müssen hier draußen doch irgendwo jemanden finden. Moment. Ich empfange ein republikanisches Signal. Temperance, wir haben sie vielleicht gefunden. Starke Interferenzen. Dani und Kyo werden sich gleich darum kümmern. Wir sollten das Signal untersuchen und uns dort sammeln. Wow. Wow. Natürlich fliegt Brist mit. Ah, dann kann man boosten. Ich hoffe, den Scouts geht's gut. Ich auch, Grace. Sonst geht's. Da vorne sind welche. Die kämpfen doch. Das ist unser Ziel. Jetzt aber langsam. Verdammt. Unsere Scouts haben es nicht geschafft. Das Imperium hat sie wohl zuerst gefunden. Ah, wenn es ist schon zerstört. Wo ist das Imperium? Vanguard 5, scanne die Trümmer. Zu viel. Zu nah, zu nah, zu nah. Ich unterschätze, wie schnell das immer so. Diese Brutalität. Sogar ihren Astromech hat es erwischt. Eieiei. Jemand wollte wirklich nicht, dass diese Scouts heimkehren. Hey, ich empfange ein zweites Signal. Lasst uns das überprüfen. Folge mir. Jawohl. Besteuerung ist gar nicht mal so schwierig, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ist trotzdem mal Schilde nach hinten. Schilde konzentrieren. Heck. Ah, mit dem Mausrad. Nach hinten. Das gefällt mir nicht, Grace. Verstanden. Okay. Irgendwas stimmt hier nicht. Mausrad reindrücken. Mit etwas Glück hat irgendwas den Angriff überstanden. Sei auf alles gefasst. Halt! Das ist kein Signal der neuen Republik! Ist vom Imperium! Ei, kriegen Besuch. Schau mal nach vorne. Das ist ein Hinterhalt! Teiljäger im Anflug! Deformation! Mach sie fertig! Eckschilder! Ne, weiter. Eckschilder! Ey! Was soll das? Ich lebe noch. Glaube. Maximal auf die Schilder. Das ist ein Ziel. Da ist es. Zurückgesetzt. Gut geschossen. Der Gosanti ist Geschichte. Dieser Gosanti muss die Unterstützung für die imperialen Störschiffe gewesen sein.
Wenn wir das Wrack nach dem zuletzt bekannten Kurs scannen, könnte uns das zu den Störern führen. Grace fliegt nicht einfach so rein. Das ist eine klasse Idee. Vanguard 5 scanne die Trümmer. Wir halten hier den Rücken frei. Nice.